Hallo, jetzt in richtiger Geschwindigkeit. Ja, servus Freunde. Also euch fällt gleich schon auf, wir haben eine neue Kamera und sind noch nicht ganz unter Kontrolle, wie wir die einstellen müssen. Wir hatten den Zeitraffer-Modus aktiviert und haben vergessen, ihn wieder rauszumachen. Aber jetzt haben wir es gemerkt. Ja. Und jetzt geht es mal richtig los. Jetzt hört er uns auch das erste Mal. Genau. Ist noch nicht viel passiert eigentlich, oder Peter? Ihr habt es ja im Zeitraffer schon gesehen, was passiert ist. Wir sind im Weg entlang gelaufen. Wir sind auf dem Weg zum Wörthacher Hörnle. Eine kleine Tour, weil der Jan hat neue Schuhe, die müssen eingelaufen werden. Genau. Da sind sie. Der Peter versinkt hier schon im Schnee. Genau. Und was ich auch noch gemacht habe, was man gesehen hat, ich habe die Schuhe nachgebunden nach circa einer, ja, nach dreiviertel Stunde Wandern. Und ab und zu binden, ich sehe gerade meine gehen auf, ich muss meine auch mal nachbinden. Ja, weil man das eben machen soll, haben wir gelesen. Ein Expertentipp. Ja. Genau. Und ja. Ja, und dann melden wir uns wieder in richtiger Geschwindigkeit, wenn wir irgendwas sehen. Ja. Nach diesem Bach geht es hier über einen Baum, der auf den Weg gefallen ist. Das ist immer meine Lieblingsstelle, wenn Bäume auf dem Weg sind. Richtig wilder Weg hier plötzlich. Geht doch nicht drüber. Das geht um den Baum. Ja, dann geht's um den Baum. Und hier wieder rauf. Wir möchten uns übrigens noch bedanken für an den Chan, der hat uns erwähnt in seiner Abonnenten-Challenge. Genau. Da haben wir ungefähr 10 neue Abonnenten dazu gewonnen durch ihn. Vielen Dank, Chan. Also wirklich, Chan, das war echt eine Ehre, meiner Kunde. Ja. So, jetzt kommt die Sonne hier durch die Bäume durchgekrochen. Wir nutzen die Zeit, um uns frei zu machen. Nicht von frei von jeglicher Alltagslast, sondern von unseren Jacken. Ja. Ihr fragt euch sicher, wieso hat der Peter so einen großen Rucksack dabei? Ja. Das ist deswegen, weil meine Testtour für die Alpenüberquerung, ich habe ja alles drin, was ich mitnehmen will, sind in etwa 13 Kilogramm. Und ich schaue, ob das so funktioniert alles. Und bis jetzt trägt die es ganz gut. Und ich habe meinen ganz normalen Rucksack. Peter, ich zeige euch jetzt die Landschaft hier. Da ist der Gründner, da ist das Wörthacher Hörnchen. Genau. Und das bayerische Flachland. Das war auch eigentlich schon alles. Ich glaube, wir wiederholen uns da auch manchmal in den Videos. Kann sein. Also, zum Gründen, beim Gründen waren wir auch schon. Da verlinken wir jetzt mal oben rechts. Rechts, gell? Oben rechts. Ja, ja, rechts. Oben rechts verlinken wir euch, das ist das Video vom Wächter. Haben wir eine Regentour drauf gemacht. Genau. War schön, aber das Video hat wenige Aufrufe. Ja, das warum müssen wir mal ändern. Geht mal alle drauf, checkt es mal aus. Ist eigentlich ganz cool. Ja, und jetzt sind wir hier auf diesem Hang. Grat. Das ist ein Grat. Grathang, ja. Rücken. Es ist schön, weil hier hat es Neuschnee. Ja. Nicht mehr dieses eisige Zeug von unten. Natürlich unter dem Neuschnee schon immer noch eisig. Aber ist auch ganz gut, dann sinkt man nichts vor ein, oder? Perfekte Skiverhältnisse sind hier jetzt. Ja.
Da hätten wir unsere Schneebretter mitnehmen müssen, ha? Genau, die Brettel. Ja. Runter wedeln. Und jetzt wedeln wir da hoch aufs Wörthaler Hörnle, hätte ich gesagt. Genau. Jetzt sind wir an diesem kleinen Kreuz hier und da ist höchste Zeit, sich einzucremen. Denn die Sonne kommt. Genau. My imagination gives me wings and I can go anywhere. And when I wander away some other place, I'm suddenly there, way up in the air, where passenger trains catch fire and fill the sky with flames. And that black rabbit of death wakes up in a... Vor uns ist jetzt der letzte Aufschwung zum Gipfel, den Grat noch rauf. Heute sind Top-Verhältnisse, wenig los, schöner Schnee, bestes Wetter. Man kann es nicht besser wissen, würde ich sagen. Hören. Ja. Es hat einen rechten Wind. Es ist recht windig hier. Ja. Aber wir haben es geschafft. Wörthaler Hörnle haben wir abgehackt. Genau. Und jetzt geht es in die Richtung den Grat entlang weiter. Und schaut euch mal die Aussicht hier an. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und wir werden es dann wahrscheinlich auch bald das Weite wieder packen, weil es ist wirklich windig hier. Auf jeden Fall. Also. Jetzt geht's über den Grat zum zweiten Gipfel des Wörthaler Hörnles. Schnee ist schön zum Laufen. Ei, okay. Gott, wenn man sollte sowas niemals ansprechen. Genau. Und hier geht es weiter. Schön zum Laufen. So, jetzt nach dem Gipfel laufen wir gerade weiter in Richtung Spießer. Hier ist halt etwas mehr los jetzt. Schade eigentlich. So, von da kommen wir jetzt. Hier machen wir jetzt eine kleine Mittagspause. Hier ist wenig los. Da sieht man wunderschön in die Allgäuer Hochalpen rein. Und unser Weiterweg ist jetzt hier, da entlang, hinten rüber und dann durch das Tal nach unten und dann wieder zurück. Jetzt geht es hier weiter. Schön den Abhang runter. Jetzt ist mal Zeit, die Bildstabilisierung hier wird schon. Oh. Ah. Ich glaube, wir haben die Bildstabilisierung dieser Kamera sehr gut getestet. 1A. Jetzt hier über Buckelpisten, ja. Geht's hier hoch zum Spießer. Zum Spießer, genau. Und damit meine ich nicht den Peter. Der ist auch ein bisschen Spießer. Ich meine tatsächlich den Berg, den Spießer. Ja. Thank you.
Ich melde mich vom Fuße des Spießes und damit meine ich nicht den Peter, sondern den Berg. Wie oft kommt der jetzt noch? Und zwar kann man hier schön den monströsen Gipfelaufbau des Spießes erkennen. Der da. Das ist der. Es ist gar nicht mal so weit bis zum Gipfel. Also sagt man immer vom Tal aus, ne? Es ist gerade ein bisschen nervig mit dem Einsinken. Ist ja nicht so, als hätten wir Schneeschuhe. Der Peter hat Schneeschuhe, ich habe keine. Und von da irgendwo im Wald kommen wir nachher, das zeige ich euch gleich mal. So, da hinten. Da hinten. Da ist der Ethan. Und von hier kommen wir. Von ganz da hinten. Ja, da haben wir schon einigen Weg hinter uns, aber jetzt sind wir gerade wieder auf Schnee, der relativ fest ist tatsächlich. Das macht Spaß dann tatsächlich wieder. Da hinten wird es ein bisschen dusig, wie der Peter sagen würde. Und dann, ja, ne, so ist es. Kleines Update zur Lage. Hier rollt Schnee runter. Wir sind hier gerade an einem recht steilen Hang. Es geht hoch. Zum Spießer. Vor uns sind auch zwei mit Schneeschuhen. Die trappen wir an. Wir melden uns nach gemeistertem Aufstieg. Nicht schlecht. In der Spießerrinne. Ja. Kein Wunder, dass du da hochgekommen bist. Gell? Ja. Versteh schon. Ja, war doch nochmal recht steil, aber schöne Tritte schlagen, geht mit den neuen Schuhen, muss ich sagen, echt perfekt gut. Hab mich noch nie so sicher gefühlt, muss ich echt sagen. Ihr müsst wissen, er hatte noch keine Schuhe bis jetzt, okay. Wir waren unterwegs. Wir waren barfuß unterwegs. Hier am Spießer oben und jetzt gibt's einen Kaffee. So, jetzt kochen wir uns hier am Spießer erstmal einen schönen Kaffee. Bei der super Aussicht. So, guten Cappuccino gibt's. Der Jan steht auf dem Topf. Brauchst du was zum Umrühren? Ja. Dann gebe ich ihm jetzt mal was. Freunde, wir verlassen jetzt den Spießer. Also Peter, war schön mit dir. Scheiße, ich war auch. Ein kleiner Spaß. Ich meine natürlich den Berg. Also, geht's runter ins Tal. Wir haben, glaube ich, schon noch einiges vor uns. Aber kein Problem. Haben wir alles. Ja, perfekt. Dann geht's jetzt los. Your reflection in my wine glass. That's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hard to act like I've been alive. I'm trying to find where I identify. One time for the girl that got away. Two times for the bub I'm about to spray. Three times for the power that I pray to. Are you up there? Can you hear me? So, nach langer Tiefschnee. Ja, wie sagt man dazu? Tiefschneeschlacht. Sind wir jetzt wieder auf dem Weg, der halbwegs fest ist. Man sinkt trotzdem immer wieder mal ein, aber es geht. Und jetzt müsste man auch schon bald am Lift sein, der dann nach Unterjoch führt. Nehmen wir den? Ne, den nehmen wir nicht, weil er nicht läuft. Und weil es ein Schlepplift ist. Aber dann, das meiste haben wir schon. Und jetzt sind wir tatsächlich auf einer Skipiste. Die geht hier runter jetzt. Da ist der Jan. Da oben den Grat sind wir vorne lang gelaufen. Und da kommen wir. Genau. Jetzt geht's da weiter. Oh, jetzt sind wir unten im Tal. An der Straße. Da queren wir jetzt den Bach. Dann gehen wir links rauf wieder in Richtung Walzacher Hörnle. I brag to my niggas, Joe Namath. I'm still with the niggas that I came with.
But everything changed once the fame hit. Make it up. Hier den Spießer. Da sind wir vorhin hoch. Die sind Kamera an, oder? Ich hab die Kamera an, ja. Die Innenkamera. Nein, die. Ja, wenn man den Spießer sieht. Der Jan ist halt ganz witzig wieder. Dann sind wir da dieses Tal hier runtergekommen. Das da. Und dann da an Schiele vorbei. Jetzt sind wir ganz nach unten ins Tal und jetzt kommen wir hier wieder rauf. Und gehen jetzt da in die Richtung weiter. Bergwärts. Ja, der Aufstieg zieht sich jetzt ziemlich, aber da in dem Wald da drin, da geht es dann flach rüber zu der Alpe, wo wir vorhin beim Aufstieg vorbeigekommen sind. Dann geht es nur noch bergab. Hier nochmal ein Blick auf die schöne Aussicht. Ja, man merkt jetzt schon, dass es viel war, aber es war Winter, da ist es immer noch ein bisschen anstrengender, weil man spuren muss teilweise und einsinkt. Das heißt, im Sommer soll das Ganze dann mit dem Gewicht super klappen. Hier sind wir am Wegweiser angekommen. Hier steht Schnitzlertalalpe 40 Minuten. Das ist die Richtung. Das ist ein besonderer Punkt hier, weil, Jan, warum? Weiß ich jetzt gerade. Weil wir es die Höhenmeter geschafft haben im Aufstieg. So, aber jetzt geht's bergab. Da über diesen Rücken sind wir halt früh hoch. Und dann laufen wir den selben Weg wieder runter jetzt dann, haben wir uns entschieden. Das heißt, es wird wahrscheinlich nichts mehr passieren und dann melden wir uns wieder im Auto. Bis dann. Servus. Wir sind wieder unten. Wieder im heimischen Auto. Ja. Nach einem langen Abstieg, der es doch in sich hatte. Ja, ja. Waren doch 24 Kilometer jetzt. Das Einsinken in den Schnee hat das Ganze ein bisschen erschwert. Ja. Ja. Das war echt mühsam. Aber es war mal wieder eine gute und lange Tour, finde ich. Ja, und wie die Kamera abgeschnitten hat, werdet ihr jetzt dann bald sehen. Wenn noch dran seid, wahrscheinlich gut. Dann die Schuhe, Jan, wie waren die? Die Schuhe waren echt gut, ich habe keine einzige Blase bekommen. Also das war wirklich außergewöhnlich. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich gar keine Blase habe. Damit habe ich nicht gerechnet, ne. Es war echt gut. Also ein gutes Gefühl im Schuh. Fest, keine Reibung, also perfekt eigentlich. Genau, und dann zu meinem Gepäcktest. Hat auch super geklappt. Es war anstrengend, aber soll es ja sein. Ja. Das ist eine gute Übung. Nächstes Mal mache ich das vielleicht. Mal schauen, ob ich mich dazu überwinden kann. Aber Schuhe haben auf jeden Fall den Test bestanden. Und Rucksack auch bei dir, oder? Auf jeden Fall, ja. Super Gerät. Und dann haut uns die Kommentare voll und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.